Wir waren letztens auf der IFA und haben mal geschaut, was für Neuheiten gibt es im Bereich Kühlen, Gefrieren. Und wenn du wissen möchtest, welche technische Neuerung es in Zukunft geben wird, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Die IFA ist eine riesengroße Veranstaltung. Hersteller aus aller Welt zeigen ihre Neuheiten. Und zum einen Teil gibt es den Bereich der sogenannten braunen Ware, also Unterhaltungselektronik, und der weißen Ware. Früher war die IFA hauptsächlich für die braune Ware da, also internationale Funkausstellungen, Fernseh, Ton und so weiter. Aber mittlerweile gewinnen die Hersteller von weißer Ware immer mehr Anteile an der IFA. Und ich glaube, auch ohne die Haushaltsgerätehersteller wäre die IFA gar nicht mehr denkbar. Umso spannender ist es natürlich, ja, was gibt es denn für Neuheiten? Und man muss sagen, wir sind mit den Geräten natürlich schon auf einem sehr hohen Level, aber Potenzial zum Einsparen und zur Komfortoptimierung gibt es nach wie vor. Ich habe mich mal umgeschaut, was es im Bereich Kühlen und Gefrieren für euch Neues gibt und das möchte ich euch einmal zeigen. Seit einiger Zeit und einigen Jahren gibt es ja diese 0-Grad-Fächer unten in den Kühlschränken. Bei manchen Herstellern heißt das dann Perfect Fresh oder ähnliches. Aber im Prinzip ist die Technik immer die gleiche. Wir haben eine niedrige Temperatur, 0 Grad ungefähr, und die Schubladen sind relativ dicht, so dass die Luftfeuchtigkeit in der Schublade drin bleibt und damit Obst und Gemüse länger frisch bleibt. Das Problem ist, diese Luftfeuchtigkeit entwickelt sich nur, wenn man eine gewisse Menge an Lebensmitteln in diesen Schubladen drin hat und wenn man die Schublade auch relativ geschlossen hält, also wenn man die 10-mal am Tag aufmacht, dann funktioniert das Ganze nicht. Um dieses Problem zu lösen, hat Liebherr sich etwas einfallen lassen. Und zwar haben die hier oberhalb von dieser 0-Grad-Zone einen kleinen Wassertank eingebaut. Und ja, wenn jetzt der Kunde die Tür des Kühlschranks aufmacht, wird ein bisschen von diesem Wasser vernebelt und dadurch eine höhere Luftfeuchtigkeit hier unten in der Schublade erzeugt. Ich habe selber so ein Gerät zu Hause, das diese Technik hat. Und das sieht schon beeindruckend aus, wenn man die Tür aufmacht und dann da so ein Wasserdunst in die Schublade kommt. Und ich muss auch feststellen, durch die Feuchtigkeit halten sich Obst und Gemüse auch wirklich deutlich länger. Und der Wassertank hält wirklich sehr, sehr lange. Also den braucht man nur alle paar Monate auffüllen, weil da nur ein ganz, ganz feiner Nebel rauskommt. Aber das reicht schon, um entsprechend das Obst und Gemüse länger frisch zu halten. Ja, ansonsten gab es auch hier wieder Displays. Displays in allen Formen. Bei Samsung zum Beispiel im Kühlschrank, wo der ganze Kühlschrank im Prinzip ein großes Display war. Davon habe ich jetzt leider kein Foto mitgebracht. Aber was bei diesem Hersteller war, das war ein chinesischer Hersteller, der hat ein Display sogar in dem Gerät drin, also im Kühlbereich. Und auch da wieder mit solchen ja, Anzeigen und verschiedensten Optionen, wie dort gekühlt werden kann. Und was ich spannend fand, da sollten sogar die Lebensmittel sterilisiert werden können. Leider konnte mir aber auch keiner sagen, wie genau das Ganze dann in der Praxis funktioniert. Manche Hersteller versuchen auch mit Licht, entweder Tageslicht im Kühlschrank, so diesen Tag-Nacht-Zyklus zu simulieren, damit Obst weiterreifen kann, ja, damit die Reifung nicht aufhört. Andere bringen spezielle Lampen rein, die verhindern, dass, ja, dass Bakterien gebildet werden können, beziehungsweise die Bakterien wieder abgetötet werden. Bei Samsung auf dem Stand war ein sehr großer Andrang. Die hatten nämlich zum einen ja, Kühlschränke auch mit Display, mit einer doppelten Tür zum Teil und auch einer Beleuchtung. Das heißt, der Kühlschrank wird auf einmal zum Beleuchtungselement. Das sieht man hier auf der rechten Seite. Diese Kacheln kann man per App einstellen, wie die leuchten sollen, wann die leuchten sollen und so weiter. Also da wird richtig der Kühlschrank zu einem ja, Einrichtungsgegenstand, möchte ich fast sagen. Und auch bei Samsung gab es dann diese Kollektion hier, also richtig schön bemalte, bedruckte Kühlschränke, die ein richtiger Hingucker in der Wohnung sind. Also auch ganz, ganz schöne Sachen, die hier mit dabei sind. Was hatten wir noch? Ja, ich sage immer gerne das Thema Sesam, öffne dich. Vielleicht habt ihr das auch schon mal festgestellt, so Kühlschranktüren sind ja relativ schwer zu öffnen. Wir haben die Dichtung, die anliegt, wir haben den Unterdruck, der innen drin entsteht. Und deswegen muss man schon manchmal richtig an dem Gerät reißen. Und das haben sich auch gerade einige Hersteller gedacht. Und zum Beispiel hier, da öffnet sich dieser Side-by-Side-Kühlschrank automatisch.
Entweder wenn man einmal einfach drauf drückt, das ist so ein kleiner Push-Knopf, oder auch wenn man per Sprachsteuerung das Ganze macht. Also auch eine interessante Sache. Das Ganze gibt es auch schon von Liebherr für Einbaugeräte. Entweder durch Klopfen per Smartphone oder per Sprachsteuerung öffnet sich das Kühlgerät automatisch. Ist gerade eben für diese grifflosen Küchen gedacht, wo gar keine Griffe mehr dran sind. Ja, und irgendwie muss man ja da auch den Kühlschrank aufbekommen. Hier sieht man auch komplett von innen mit Edelstahl ausgekleidet. Also auch da nochmal sehr antibakteriell. Und die Tür schließt dann auch wieder vollständig. Ja, also auch nochmal so eine Neuheit in dem Bereich. Ja, bevor wir jetzt zu meinen zwei Highlights kommen, etwas technischer Natur, abonniere gerne unseren Kanal. Unten findest du den Knopf, nimm auch gerne die Glocke mit dazu und gib uns einen Daumen, wenn dir unser Videos gefallen. Und schreib auch gerne in die Kommentare, welche weiteren Videos du dir rund ums Thema Haushaltsgeräte wünschst. Wenn man als Techniker den Auftrag hat, einen Einbaukühlschrank zu montieren, dann ist das schon immer so eine Sache, denn die Front muss ausgerichtet werden, man muss die Front auf den Tisch legen oder irgendwo ablegen, das Ganze ausrichten, hat dann so eine Schablone, die man mit Klebestreifen festmachen muss und so weiter. Also es ist immer relativ aufwendig, so eine Möbelfront schön und gut an das Gerät dran zu bekommen. Und das hat sich AEG auch gedacht und hat dafür eine Lösung entwickelt, und zwar eine Montagehilfe. Das heißt, man hat hier diese grünen Halterungen, die werden praktisch an das Gerät dran geschraubt. Die Möbelfront wird darauf abgesetzt und dann befinden sich im oberen Bereich hier solche Klebepads. Damit wird dieser Metallrahmen praktisch an die Front dran geklebt und dann kann ich einfach das Ganze festschrauben. Ja? Dafür brauche ich noch nicht mal mehr diesen Metallrahmen abmachen oder die Möbelfront, sondern ich kann einfach die Tür öffnen und dann von der Innenseite das Ganze durchbohren. Und das Gleiche geht dann auch für die obere Tür. Und damit ist AEG in der Lage, die Techniker zu unterstützen, sodass die Montage wesentlich schneller geht. Ich bin gespannt, bis ich das erste Mal so ein Gerät installiere und mich dann selbst davon überzeugen kann, wie einfach das funktioniert. Und das absolute Highlight ist im Prinzip von Liebherr. Problem ist, wir haben bei den Kühlgeräten ja die Isolierung. Das ist im Moment meistens Schaumstoff, der halt schon guten Isolierwert hat. Da gibt es dann auch verschiedene Schaumstoffe, die mehr oder weniger gut sind. Aber naja, irgendwie so die beste Isolierung haben diese Geräte nicht. Und Liebherr hat sich überlegt, Mensch, was ist denn der beste Isolator? Was hält am besten die Kälte zurück? Und das ist Vakuum. Ja, durch Luft kann im Prinzip Kälte nur sehr schlecht gehen. Und deswegen war die Überlegung, okay, wir nehmen zwei Hüllen und machen dazwischen Vakuum, sodass die Kälte nicht mehr raus kann. Dabei würden natürlich diese zwei Hüllen aneinander gezogen werden und deswegen füllt man diese Hüllen mit einem Vulkangestein, das sehr, sehr leicht ist, und zieht dann daraus das Vakuum. Und bei der Tür funktioniert das schon, also im Türbereich hat man das schon. Im Inneren vom Gerät ist natürlich das Problem da, dass wir alle möglichen Sensoren da haben, den Lüfter da haben, den Kältekreislauf selber, so dass das da nicht so einfach möglich ist. Aber auch dafür gibt es bald eine Lösung. Also hier sieht man da schon mal, wie das aufgebaut ist. Das Gerät besteht aus verschiedenen Teilen. Die können auch alle wieder demontiert werden und dann im Anschluss tatsächlich auch dieses Vulkangestein aus dem Gerät herausgelassen werden, so dass man hinterher praktisch Metall hat, Kunststoff hat, also diese zwei Hüllen und das Vulkangestein, und das kann einzeln alles super gut recycelt werden. Ja, und weil eben die Anschlüsse für das Gerät nicht oder der Kältekreislauf nicht wirklich im Gerät sein kann, wurde oder wird bei den zukünftigen Geräten alles hier unten in diese Bodengruppe hineinversetzt. Und da ist das Schöne, man soll einfach diese komplette Bodengruppe nehmen
und herausnehmen können, ja, also austauschen können. Jetzt ist es ja so, wenn bei einem Kühlgerät irgendwie eine Undichtigkeit da ist oder selbst wenn der Kompressor kaputt ist, ja, dann muss ich, ist das meistens nicht mehr reparabel und ich muss das ganze Gerät wegschmeißen mit dem Schaumstoff, mit dem Metall, mit allem, was da drum dazu gehört und das ist sehr, sehr schlecht zu recyceln. Und das, obwohl vielleicht nur eine Kleinigkeit am Kältekreislauf kaputt ist. Ja, und so habe ich jetzt dann zukünftig die Möglichkeit, dass das Gerät selber bestehen bleibt und ich nur die Technik austausche und das auch mit wenigen Handgriffen. Also ich glaube, in die Richtung wird es gehen, bessere Isolierung und bessere Nachhaltigkeit, weil ich einfach nur den Technikblock austauschen, vielleicht dann auch reparieren kann. Das waren die Neuheiten, die ich bei der IFA im Bereich Kühlen, Gefrieren gefunden habe. Und wenn du auch auf der IFA warst, schreib gerne mal, was dein Highlight war. Und ich freue mich, dass du mit dabei warst und schau gerne die anderen Videos zur IFA. Bis dahin!